Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zu einem Video zu Espresso Tycoon. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Die Entwickler haben mir dieses Spiel tatsächlich zur Verfügung gestellt, beziehungsweise den Key. Vielen Dank auf jeden Fall an dieser Stelle. Und ja, daraufhin habe ich mir gedacht, okay, lass uns doch mal die Kampagne spielen, beziehungsweise lass doch mal reinschauen, was das Spiel denn so kann. Denn darum geht es ja in diesem Video hier. Der Link zum Spiel ist unten in der Videobeschreibung. Ihr könnt es auf Steam finden. Espresso Tycoon, ich freue mich auf jeden Fall. War ja jetzt auch in Bella Italia im Urlaub. Und da gab es auch den ein oder anderen Espresso. Das heißt, ich möchte mal sagen, ich bin vielleicht auf irgendeine Art und Weise doch schon ein kleiner Espresso-Experte vielleicht. Wer weiß das schon so genau. Lasst uns doch einfach mal reinstarten in die Kampagne. Ziele der Mission. Pimp my Kaffeewagen. Du hast einen Wettbewerb mit dem Titel Ich habe genug von der Arbeit in einem Unternehmen gewonnen. Und der Hauptpreis ist die Möglichkeit, ein Praktikum im Café in Cafés auf der ganzen Welt zu machen. Deine Reise beginnt in Kapstadt, Südafrika, wo du das Innenleben eines kleinen Kaffeewagens kennenlernst und dir gleichzeitig wertvolle Geschäftskenntnisse aneignest. Unsere Ziele sind, 5 Cafés zu verkaufen. Das ist ja gar kein Ding. Da starten wir doch einfach mal die Mission in Kapstadt. Und er liest jetzt quasi dasselbe nochmal vor, was wir auch eben hatten. Ja. Ich habe es euch ja eben vorgelesen. Your journey begins in Cape Town, South Africa, where you'll get to learn the ins and outs of running a small coffee truck while gaining valuable business. Ja, habe ich ja eben schon gesagt. Ist auf Englisch vertont, deutsche Sprache als UI-Sprache, kann man das so sagen? UI-Sprache und Englisch vertont. Also gar kein Ding für uns eigentlich, gar kein Ding. Möbel werden arrangiert. Ich bin mal wirklich gespannt, lädt jetzt ein bisschen lange. Das ist immer kein gutes Zeichen, wenn das so lange lädt. Ah, jetzt geht's. Okay, gut. Schon gewusst, es gibt 2 verschiedene Kameramodi, Kino- und Strategiemodus. Licht, Kamera, Action. Okay. Los geht's. Oh, you must be the winner of the contest. Nice to meet you. My name is Kim, and I'm here to help guide you during your coffee journey. We're gonna travel around the world together, starting here, in a beautiful park in Cape Town. Do you see this humble coffee truck over there? Let's start with creating a brand for it. Ja, moin. Moin. Okay, wir sollen ein Brand machen. Captain Caps hier. Guru Buys Café. Becher. Ah, geht gar nicht. Dann nur Guru Buys Café. Die Schriftart können wir ändern. Ach, das hier ist ja so meine Schriftart, würde man natürlich machen. Die ist auch nicht schlecht. Das ist so Comic Sans mäßig. Das ist auch nicht schlecht. Ah, das sieht aber. Das hier wäre natürlich so ein bisschen. Ach komm, nehmen wir das hier. Grüner Wagen. Ein lila Wagen. Oder in Pink. In Cremefarben. In Schwarz. Lila. Ich finde, lila ist gut. Oh, Kaffeebone oder ein Kaffeebecher? Ein Kaffeebecher ist natürlich deutlich besser. Gibt es noch einen anderen Kaffeebecher? To go. Kaffeebone sind auch nicht schlecht. Oh, die Kaffeetasse hier ist auch nicht schlecht. Oh. Das ist ja genau mein Spiel, ne? Wollte ich mal so gesagt haben. Lasst auf jeden Fall an der Stelle direkt ein Like da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ich finde den ersten nicht schlecht, aber ich glaube. Ja, doch, wir nehmen den ersten. Ich finde den nicht schlecht. Der sieht ganz cool aus. Alles erledigt. Wow! Wow! I bet your place will attract customers like bees to honey or like pigeons to coffee. Oder Tauben zu Kaffee? What's going on? Warte mal. Tauben zum Kaffee? Was ist denn hier los? Yo, alles klar, alles klar, alles klar. Yo! I've seen many things in my career, but a caffeinated pigeon is definitely something new. In any case, let's learn how to navigate the scene. By the way, if you ever need help with any task, just click the Show Me How button for more detailed instructions. Alles klar, okay. Bewege die Kamera nach oben, links, rechts. Nach links drehen, nach rechts drehen, fertig. Pretty easy, right? Yeah, pretty easy.
Aber du kannst noch nicht alles. In unserer Welt kannst du frei wie eine Taube herumfliegen. Du kannst vom strategischen zum Tauben-Kameramodus wechseln, um die Welt aus verschiedenen Blickwinkeln zu sehen. Probiere es doch gleich mal aus. Wechsel in den... Achso, hier oben. Das ist der Kinomodus. Ah, wow. Wow. Now that you know how to move the camera, let's get to work. First, we need to buy some chairs and tables. Ein paar Tische und Stühle kaufen. We should also consider adding some additional lighting, just in case someone is sipping on coffee all evening long. Okay, gut. Wir sollen Tische und Stühle und eine Lampe kaufen. Das machen wir hier unten scheinbar. Ein Tisch. Okay. Ja, man hätte vielleicht nicht draufdrücken sollen. Ah, doch, jetzt. Ich finde den Tisch nicht schlecht. Der ist... Oh, das ist natürlich richtig rogue, ne? Kann ich die drehen? Ah, ne, so dreht die Kamera. Wie kann ich den denn drehen? Auf R. Okay, wir sind so ein alternatives Café, Leute. Da sitzt man auch hier auf solchen Dingern. Gibt's auch ein paar... Jawoll, Liegestuhl. Was soll das denn? Kann ich die Farbe ändern? Nee, geht leider nicht. Ja, hier kann man auf den Liegestühlen chillen, Leute. Hier in der Sonne auch. Gönnt euch, gönnt euch. So, da haben wir auf jeden Fall genug Platz. Eine Lampe sollen wir auch noch haben. Lampe. Meh. So eine... Alter, die ist aber auch riesig, ne? Die ist schon witziger. In Lila. Ey, ich wollte noch eine Lampe kaufen. The park is looking empty. Der Park sieht leer aus. Ich meine gemütlich aus. Du bist fast bereit, Geld zu verdienen, aber wir müssen noch eine Menükarte erstellen, aus der die Kunden bestellen können. Aha. Ja, uno espresso per favore. Zum Menü hinzufügen. Ein Espresso und einen Americano. Americano ist ja einfach nur schwarzer Kaffee. I've already hired a barista and stocked up on the basic supplies that you'll need to start serving coffee. You're all set to go. Now it's time to see how your first customer buys. Alles klar. Der erste Besucher kommt hier. Ja, nice, da kommen sie. Mit Gold umrandet. Da sind wir doch mal gespannt, ob die sich einen Kaffee gönnen. Also hier oben sieht es auch aus, als hätten wir ganz viel. Herzlichen Glückwunsch. Ah, ist das schön. Ja, nice, der hat sich einen Americano gegönnt. Soziale Gruppe freigeschaltet, lässig. Nimm es locker einen Tag nach dem anderen und schiebe Verantwortlichkeiten auf, bis sie unbedingt erledigt werden müssen. Bean Talk und Beanstagram sind das Periskop des Lebens. Aha. Naja, er ist lässig. Der Johnny Doe. Fortunately, equipped with an amazing mind-reading device. Der Preis von Americano ist sehr günstig, sagt er. Ja, ey, was redet sie jetzt hier so? Kannst du seine Bewertung des Kaffeepreises sehen? Ja, finde da positiv. 10 Euro Rabatt können wir ihm geben. $10. Ja, habe ich gesehen. Hallo? Aufgabe, schließe das Kundenfenster. Okay. When you see your customers are happy about the affordable price of coffee, you may consider increasing it a bit to earn more money. Let's try that now. Was? Sie möchte, dass wir den Preis erhöhen, weil unsere Leute zufrieden sind damit? 2,20. Erhöhe den Preis vom Espresso? Also vom Espresso. Der kostet 2,50, der hier. So. Espresso muss ein bisschen günstiger sein. Aber da kriegt man eine schöne Gewinnmarge, Leute. Ich sag's euch, wie es ist. But don't forget about the other customers. Click on the highlighted one. Da ist er ja. Soziale Gruppe freigeschaltet. Die Hipster. Freunde, wir können jetzt auch Hipster in unser Café. Das ist ja genau unser Beuteschema. Immer auf der Jagd nach dem nächsten kunstvoll hergestellten organischen cruelty-free Fairtrade ethischen und lokalen Kaffee, ja. Neutral. Ich wollte einen Kaffee zum Mitnehmen bestellen, aber sie haben keine Becher zum Mitnehmen.
Na, das ist ja wohl ärgerlich. Es ist eine gute Gelegenheit, um zu lernen, wie man Waren bestellt. Machen wir deinen Kunden glücklich und bestellen für ihn Becher zum Mitnehmen. Hier. Nee. Aber da ist doch der kleine Pfeil. Öffne das Fenster Vorräte. Ach da. War sogar ein Pfeil. Einwegsartikel. Okay, was können wir machen? Knallhart wie du? Achso, das sind Becher wie mit, zum Mitnehmen. Ein Cappuccino. Bestelle Becher zum Mitnehmen. Ein Cappuccino brauchen wir nicht. Eine Trophäentasse. Eine simple Tasse. Knallhart wie du. Priorität, Lieferung. Bestellen wir jetzt. Wie viel Geld haben wir? Wo sehen wir unser Geld? Ach, hier 900. Ja, dann nehmen wir die hier mit. Ich möchte auf jeden Fall. Da müssen wir auf jeden Fall. Wir brauchen auf jeden Fall 5 in Stack. Sofortige Lieferung in 8 Stunden. Sofortige Lieferung. Ja, genau, da kommen jetzt Drohnen. Da war eine. Hol das Paket ab. So, was macht er jetzt? Hat er Bock auf unseren Kaffee jetzt? Wäre schon schön, ne? Wäre schon schön, wenn er sich jetzt den Kaffee gönnt. Erstmal geht er in den anderen rein. Ja, fast. You're learning very fast. Ja, natürlich. You've analyzed customer reviews and taken action to improve your profits and es wartet noch ein Kunde. Kümmere dich. Wer ist er denn? Student, die Nächte durchmachen, als wäre es ein Nebenjob. Sich von Rahmen und Koffein ernähren und versuchen, zwischen den Vorlesungen den Sinn des Lebens zu finden. Ich liebe den Stil dieses Ortes. Die Dana Mulder. I'm not surprised at all. You've already met 3 different social groups. In future missions, you'll meet even more. Remember, each social group has different expectations. Okay. Jede soziale Gruppe hat also eine andere. Platz heranzoomst, an dem die Studentin saß, wirst du feststellen, dass sie einige Abfälle zurückgelassen hat. Das passiert manchmal. Manche Kunden sind ein bisschen unordentlich. Wir sollten es aufräumen, damit sich der Nächste nicht beschwert. Also da sitzt sie noch. Das sieht viel besser aus. Nur ein kleiner Hinweis. Manchmal muss man sich auf eine Aufgabe konzentrieren, aber um einen herum ist eine Menge los. In solchen Situationen kannst du das Spiel jederzeit unterbrechen und dir Zeit lassen. Versuche jetzt, das Spiel anzuhalten und fortzusetzen. Ja, das macht man mit Leertaste. Ziemlich nützlich, oder? Wenn das Spiel pausiert ist, kannst du deine Arbeit in Ruhe erledigen. Wenn du hingegen etwas wartest und nicht so viel zu tun hast, kannst du das Spiel beschleunigen. Später kannst du immer noch zur Standardgeschwindigkeit zurückkehren. Probiere es gleich mit den beiden Optionen aus. Na. Jetzt weißt du, wie man die Zeit manipulieren, wie du die Zeit manipulieren kannst. Du kannst gleich loslegen. Aber denk daran, dass du manchen Kunden mit ihren Haustieren kommen. Es wäre schön, ihnen etwas Wasser zu geben, während ihre Besitzer eine Tasse Kaffee genießen. Das sollten wir gleich in die Tat umsetzen. Snacks? Wände? Nee. 2 Hundenäpfe. Bestimmt sonstiges, oder? Was ist das denn? Ach, das ist ein Serviettenhalter. Ja, geil, so einen brauchen wir auch. Kaffeebecher to go, rosa. Nee. Okay, wir brauchen ein Notizbuch, Milk. Ein Milchkarton. Können wir das hier eigentlich auch schick machen? Nee, der Wagen geht nicht schick. Okay, lass mal gucken. Tische, Schränke, Snacks. Wände, Fußböden, Pflanzen. Eigentlich wollte ich ja noch so eine zweite Lampe holen, ne? In lila. Genau. Gemälde speziell hier ist das ja. Hundenapf. Ein schicker Hundenapf. In Rot. 2 Hundenäpfe. Ah, so many. Na, so viel gemütliche. Nee, so viele glückliche Hundeschwänze. Ja, okay. Mein Chef, Herr, ich hasse ihn, sagt mir, dass ich jetzt woanders gebraucht werde. Ich bin zuversichtlich, dass du die Mission auch alleine bewältigen kannst. Im Missionenfenster kannst du deine Ziele und Fortschritte sehen. Wir werden uns bald wiedersehen, das verspreche ich. Ein letzter Tipp, sieh nach, ob noch Kaffeebohnen hast. Okay, wir sollen Kaffee verkaufen.
Und Bestellvorschläge haben wir hier. Bestellen wir gleich mal ein bisschen Kaffee. Ja, bestell halt. Bestell halt. 250 Gramm, hätte ich mal gesagt. 2 Kilo Kaffee. Kunden können Espresso nicht kaufen. Ah ja, okay, weil wir nicht genug Vorräte haben. Wo konnten wir die nochmal sehen? Hier bei Mission? Nee. Menü? Wo konnten wir nochmal sehen, was wir in Stock haben? Keiner weiß es. Das hat sie uns, glaube ich, auch nicht gesagt gehabt, ne? Guck mal, gefällt 7 Studenten. Nur 2 Hipster. Also wir sind hier so ein Studenten. Studentending. Verkaufte Kaffees. Kundenmission Vorräte. Zutaten. Nur Milch. Sojamilch. Ja, bestellen wir halt einmal noch Sojamilch. Komm. Mayonnaise, Erdbeereiscreme. Erdnusseiscreme, Sojamilch. Toppings. Einwegartikel. Basics. Achso, jetzt in 33 Sekunden kommt Mespresso. Einfacher Wasserfilter. Ja, wer weiß das schon so genau. Kommt auf jeden Fall gleich. Können wir mal kurz schneller machen. Das wird ja gleich geliefert. Mit der Drone. Da ist es. Direkt reingekauft hier. So. Moin. Ein Espresso bitte. Jetzt wird hier ein Espresso verkauft. Ach, guck mal, die hat sogar einen kleinen Hund dabei. Ja, da freut sich der Hund. Der Preis von Espresso ist ein bisschen hoch, aber ich habe beschlossen, es dennoch zu versuchen. Ein Espresso zum Mitnehmen. Der Preis von Espresso ist sehr günstig. Ach, das ist, weil das ein Hipster ist. Der findet das günstig. Und das hier war eine lässige Person, die fand das eher so semi. Okay. Good to know. Wie sieht denn das jetzt aus? Vorräte? Nee, Kunden. Mission. Genau, 4 von 5. Ja, jetzt gibt's doch bestimmt noch mal jemanden. Da war's doch. Hier, Mission abgeschlossen. Gut gemacht. Du hast einen kleinen Schritt als Geschäftsmann, aber einen riesigen Sprung als Praktikant gemacht. Dein Gorobais Kaffeebar, deine Gorobais Kaffeebar in Kapstadt ist ein Ort, an dem Menschen sich entspannen, köstlichen Kaffee schlürfen und Spaß mit ihren pelzigen Freunden haben. Bist du bereit für ein weiteres Abenteuer? Weit, weit weg. Und als besonderes Extra haben wir $2000 auf dein Bankkonto überwiesen, damit du das Café ganz nach deinen Wünschen einrichten kannst. Nice! Sind Sie sicher, dass Sie Ihre gespeicherte Änderungen gehen verloren? Ja, von mir aus. After a successful internship in Cape Town, you have received a plane ticket to the bustling city of New York. This time, you'll be responsible for restoring the splendor of a dilapidated cafe. A famous musician, Phoebe, is looking for a new place to gig. Maybe you can convince her to perform at your cafe. Alles klar. Wenn man das auf Englisch nicht ganz verstanden hatte, hier in der Ecke, da steht das. Wir sind jetzt von Kapstadt nach New York gekommen und sollen dort einen Café, ein verfallenes Café wiederherstellen. Die berühmte Musikerin Phoebe, oder Phoebe, wie er sagt, sucht einen neuen Ort für Auftritte. Das machen wir hier. Welcome to New York. Oh, das sieht aber auch richtig ab. Hello again. Runtergerockt How's your flight aus. From Cape Town? I hope you handle 22-hour flights better than I do. Anyway, here we are in New York. Wir sind in New York. Diese Stadt schläft nie. Perfekter Ort für ein weiteres Café. Der Ort hat Potenzial, aber du musst daran arbeiten und mit der Marke beginnen. Das ist ja hier Gurus Café. Wir hatten alles gut gemacht. Wir hatten alles schick gemacht. Das ist Gurus Café. Wir sind immer noch lila. Die Tasse nehmen wir. Eine erkennbare Marke ist in einem so wettbewerbsintensiven Markt ein Muss. Jetzt kümmern wir uns um das Café selbst. Im Moment ist es sehr vernachlässigt, aber ich bin sicher, dass du diesen Ort schnell wieder zum Leben erwecken kannst. Siehst du diesen Schrank in der Mitte? Der Vorbesitzer muss ihn hergelassen haben. Verkaufen wir ihn, um Platz zu schaffen. Achso, man kann auch die Lead drücken. 150 Orken! Wie du sehen kannst, haben wir nicht nur mehr Platz bekommen, sondern auch ein paar zusätzliche Geldmittel. Denke daran, wenn du jemals Geld benötigst, kannst du immer einige deiner Möbel verkaufen. Wie auch immer, es ist Zeit, die Wände und Böden zu renovieren. Das hatten wir ja eben. Fußböden. Orangefarbenes Holz, rustikales Holz. Rustikales Holz dann. Bist du sicher?
Das wird $43 kosten? Ja. Herrgott. Nice. Nice. Achso, und hier haben die auch noch einen. Oben. Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht gut aus. So, Wände. Backstein. Für Lässige und Senioren finden das gut. Das finde ich eher nicht so gut. Okay, finde ich doch besser als das andere. Sorry to say. Man kann sogar verschiedene Wände machen. Wenn man das möchte. Wie ich das gerade sehe. Haben wir jetzt alles gemacht? Das passt auch zu dem Grün eigentlich, ne? Kann ich das machen? Nee. Okay, und schließe das Dekorationsfenster. Ja, Herrgott. Wie toll das Café aussieht. Ja, das sieht auf jeden Fall schon deutlich besser als vorher. Eine große Veränderung. Es erinnert mich an eine TV-Show aus den 90ern. Wie heißt die nochmal? Egal, machen wir weiter. Wir haben so einen gemütlichen Raum und es wäre eine Verschwendung, wenn wir keine Tische und Stühle einfügen. Das stimmt tatsächlich. Drei Tische und 6 Stühle. Ja, wir gehen natürlich immer noch den... Ah, oh, nein, ich will denselben Stil gehen wie vorher. Aber die Dinger sind weg. Mittelalterlicher Couchtisch. Senioren und Studenten. Gehen wir wieder auf Studenten eigentlich? Lässig und Senioren sind eigentlich gut hier. Lässig. Ja, eigentlich will ich die Studenten haben. Was sind da? Die Studenten, die wollen ja immer, ne? Warte mal, ach, ist auf R. So. Und dann, ja, ein stilvolles Sofa, Freunde. Auch in der Farbe. Perfekt. Da finde ich das. Was ist denn das? Was sind das für Farben, sag mal? Was sieht das denn aus? Was ist das denn? Ja, dann wird es das Sofa hier. Sorry to say. Ja, hier so. Es ist halt. Lila Stühle. Oh ne, das beißt sich ja total. Machen wir schwarze Stühle. Aber die Stühle sind ja blöd. Wer will denn da auf dem Sofa sitzen? Oder wer will denn nicht auf dem Sofa sitzen? Das ist ja völliger Quatsch, den ich da jetzt gebaut habe. Das sieht ja total blöd aus. Wer will denn da sitzen? Du willst ja quasi auf dem Sofa sitzen dann. Muss man ja auch schon. Es ist ja völlig egal. Ein Naturtalent in Innendesign, ich glaube nicht. Jetzt, wo wir das Café nicht mehr so leer ist, brauchen wir einen Barista. Ich habe bislang nur einen Lebenslauf von Rachel Bean gesehen. Lass uns einstellen. Nur weil eine Bewerbung gibt von Rachel, wollen wir sie haben? Rachel kann leider nur nachmittags haben. Dienstalter 1 Jahr, Charaktereigenschaft ist Charisma. Kaffee eher schlecht, Milch sehr schlecht, Kunst schlecht, Schnelligkeit nicht schlecht. Und will 72 Ocken haben. Ja gut, wir müssen sie halt einstellen. Wir könnten sie noch trainieren, aber es ist leider nicht verfügbar. Rachel Bean. That reminds me. Erinnere mich an jemanden, sie ist jetzt Teil deines Geschäfts, aber sie braucht Hilfe bei der Festlegung ihres Arbeitszeitplans. Jeder Mitarbeiter hat unterschiedliche Vorlieben, also lass sie ihre bevorzugte Arbeitszeit berücksichtigen. Auf gar keinen Fall! Ziehen um... Okay. Ja, Rachel Bean möchte eher nachmittags arbeiten, das sei eher schlecht für sie. Bevorzugt nachmittags. Ja, Rachel... Achso, das ist alles nachmittags hier, oder was? Ach, das ist dann nicht mehr nachmittags. What? Die hat aber auch krasse Arbeitszeiten, ne? Ja, bis 0 Uhr ist ja keiner im Café, ne? Aber von 10 bis 10. Von 10 bis 10, Rachel, da bist du leider hier. So. Ich sehe, dass du die Arbeitsstunden erfolgreich zugewiesen hast. Jetzt müssen wir auf den Beginn ihrer Schicht warten. Beachte, wenn kein Barista im Café ist, kannst du die Zeit überspringen.
Great. Super, wir sind fast fertig mit der Einrichtung des Cafés. Ich habe bereits einige Lieferungen organisiert, wie zum Beispiel Kaffeebohnen, Wasserfilter, To-Go-Becher und Milch. Doch bisher haben wir günstige, minderwertige Kaffeebohnen benutzt und es ist Zeit aufzustocken. Lass uns probieren, bessere Kaffeebohnen von einem zuverlässigen Lieferanten zu bekommen. Wollen erstmal gucken, was Rachel Bean jetzt hier macht. Außer rumlatschen. Ist sie fertig jetzt? Ist schon 10? Aber er hat gar nichts gemacht. Sie hat nichts gemacht. Reiner Espresso, den würde ich ja gerne machen, ne? Was sollen wir? Priorität Kaffeebohnen ändern, um Dreamy Way Bohnen zu verwenden. What the heck? Ja, dann nehmen wir die doch. Wie viele haben wir denn? Einheiten auf Lager. Ja, da kann man ja ruhig nochmal 2, 3 bestellen, wa? Oh, wir haben kaum Geld. Ja, dann lieber nicht. Dann müssen wir halt den minderwertigen Kaffee. Jetzt, nachdem du weißt, wie man verschiedene Lieferanten verwenden kannst, ist es Zeit, dein Kaffee zu erhöhen. Was haben wir etwas vergessen? Natürlich, das Menü und die Preise müssen. Ja, ganz genau. Automatisches Speichern bei Mitternacht. Das Menüfenster Mission. Nee, warte mal. Wo war denn das? Ach, das war hier. Espresso Americano. Americano. Erfordert Kaffeebohnen im Gebrauch. Dreamy-Bohnen. Okay, gut. Now we are truly ready. Wir sind bereit, für das Kaffee zu öffnen. Kaffee. Kaffee geöffnet. Öffnen. It's officially open. Es ist offiziell eröffnet. Wir müssen nur abwarten und Kunden kommen. Erkennst du den älteren Herrn dort? Lass ihn heranzoomen. Der gerade gespawnt ist, meinst du? Der ist nämlich ein Senior. Senioren sind wie Schatzsucher. Sie wissen, wo die guten Sachen sind und schätzen einen gemütlichen Ort zum Ausruhen und Plaudern. Seien Sie nett zu ihnen und sie könnten einige ihrer erworbenen Weisheiten mit ihnen teilen. Das Café ist sehr sauber. Tom Heckles, a senior. Oh, es ist Tom Heckles. As you can see, Tom appreciates the fact that your coffee shop is clean. Try to keep it that way. Ja, Tom, er mag das gerne, dass es sauber ist. Aber das Problem von Tom ist, achte darauf, wie das Geld, das du durch den Verkauf deines Cafés verdienst, sich vermehrt. Geldmultiplikator ist eine... Wir haben auch geöffnet und es ist halt kein Barista da. Ist eine geheime Zutat unserer Welt. Du verdienst mehr, wenn dein Café schöner aussieht. Jedes Dekorationsstück gibt dir Stilpunkte und wenn du genug davon bekommst, erhöht sich dein Geldmultiplikator. Lass uns jetzt damit anfangen. Good job. Gut gemacht. Du kannst nun einen Hinweis, um schneller Geld zu verdienen. Investiere das Geld in dein Geschäft, indem du beispielsweise Mitarbeiter schulst. Starte jetzt damit, Rachel in einer Fähigkeit zu schulen. Rachel könnte hier trainiert werden, bei Milch oder bei Kunst. Ich würde sie lieber bei Kaffee trainieren, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber können wir nicht. Ja, dann trainieren wir sie halt jetzt bei Milch. Sobald Rachel ihre Schulung beendet hat, wird sich ihre Kompetenz verbessern. Das ist wichtig, da deine Kunden die Fähigkeiten deiner Mitarbeiter bewerten werden. Die Mitarbeiter selbst möchten auch gelegentliche Schulungen besuchen. Es ist jedoch zu beachten, dass sie mit verbesserten Fähigkeiten höhere Gehaltsvorstellungen haben können. Ich denke, du bist bereit, alleine fortzufahren. Bevor ich gehe, lasse ich einen Blick auf dein Missionsziel werfen. Alles klar. Wir sollen eine Gitarre haben, Gitarrenverstärker, 30 Bewertungen erhalten und besitze Barista mit der Fähigkeit Kaffee auf Mindeststufe nicht schlecht. Aktuell Beste ist schlecht. Ja, vielleicht fragst du dich, warum eine Gitarre und einen Verstärker brauchst, aber es gibt einen aufstrebenden Star der New Yorker Musikszene, ein Mädchen namens Phoebe. Um sie zu präsentieren und viele Fans anzulocken, brauchst du das richtige Equipment. Wir sehen uns bald, vielleicht bei einem ihrer Konzerte. Ich würde mich freuen. So, ich würde schätzen, wenn sie dann hier spielt, dann kann man hier gut chillen. Wir haben relativ wenig Geld, aber wir haben sie auch gerade zu einer Schulung geschickt. Ich würde halt ganz gerne... Ja, hier ist natürlich das Exit-Schild. Das muss man natürlich wissen, wo der Exit ist. Ach, guck mal hier, out of order. Wenn wir jetzt hier noch so eine Toilette hätten, das wäre natürlich Premium. Oder hier die Tauben wegmachen. Wir spinne! Okay, Baumenü nochmal schließen. Weil... Ja, wir überspringen die Zeit. So. Wo ist sie?
Er ist keine Bewertung. Er ist Student. Der Kyle Cooper da. Wer ist sie? Keine Bewertung. Lässig. Zu viel los. Espresso Doppio. Ja, aber sie ist ja erst hier, die Rachel. Und sie ist jetzt schlecht in Milch. Anheuern. Ach, guck mal, wen wir alles haben hier. Die könnte auch vormittags. Der Witz ist halt, wenn wir sie dann einstellen, noch jemanden, für vormittags bzw. nachts, dann haben wir halt die ganze Zeit offen. Das wäre halt auch ein Vorteil, ne? Americano. Ja, na, ist das Geld, es geht hoch, aber unser Multiplikator ist also 4. Ach, guck mal. Der Preis von Americano ist ein bisschen hoch, aber ich habe beschlossen, es dennoch zu versuchen. Das ist okay. Preis von Espresso Doppio ist ein bisschen hoch, aber ich habe beschlossen, es trotzdem zu tun. Preis von Espresso Doppio ist ein bisschen hoch, aber ich habe beschlossen. Okay, gut. Die finden ihn ein bisschen hoch, aber sie machen es trotzdem. So mögen wir das. Oh, und es kommen immer mehr Leute rein. Kommt alle rein. Zu mir. Eine Lampe hätte ich gerne noch. Ein kleines Neonschild. Oh. Kostet alles so viel. Jetzt ist besser. Eine kleine Metalllampe hier. Auf jedem Tisch. Leider nur auf zwei Tischen. Ach, guck mal hier. Der wollte auch was. Preis von Americano ist sehr günstig. Der Hipster findet die günstig hier. Aber was für Leute ziehen wir denn an überhaupt? Senioren auf jeden Fall, Studenten und Lässige. Keine Hipsters. Leider. Der Preis von Americano ist ein bisschen hoch. Ja. Keine Bewertung. Der Preis von Espresso ist ein bisschen hoch. Findet sie auch beim Americano. Ja, jetzt sind die Leute sind unterwegs hier und gönnen sich Kaffee. Wir haben 50 wieder. Gleich mal den Wühlmerk machen. Fräulein. Kannst du auch den Müll selber wegschmeißen. Espresso zum Mitnehmen. Gemälde. Ein Stadtgemälde. Wer kommt denn da? Gibt einfach nur Stilpunkte. Ja, man könnte natürlich jetzt sagen, Goro, warum hast du nicht noch jemanden eingestellt? Aber ich meine, herrgut. Tom Heckels. Da ist er ja wieder. Preis von Americano ist neutral. Tatsächlich keine Bewertung. Dann erstmal 10% Rabatt. Mitarbeiter. Okay, 8 Stunden am Tag, 40. Wir könnten natürlich die Susan könnte natürlich auch hier mit rein. Sie ist natürlich sehr schlecht in dem ganzen Kram. Aber da zahlen wir nur 22 am Tag. Und Susan könnte bevorzugt abends arbeiten. Ich hätte gerne jemanden vormittags. Ja. Die hat 40. Der hat nachmittags. Ja, manchmal muss man nehmen, was man kriegen kann. Tut mir leid, aber 40 finde ich ist ganz schön heftig. Abends. Ja, sie kommt halt auch noch hin. Was soll it? Susan. Susan, können wir deinen Zeitplan, genau. Susan wollte eher abends arbeiten. Dann so. Können wir ihren Arbeitsplan auch nochmal ändern? Geht ihr nicht. Da gab es hier Abfall auch noch. Ist auch wild. Ist auch wild, wo die jetzt hingeht. Also wir sollen noch ein paar Bohnen bestellen. In 4 Stunden werden die geliefert. Machen wir mal direkt. Jetzt haben wir 2 Barista auf Arbeit. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber ist auch, weil ich den hier jetzt nicht ändern kann. Und den von ihr kann ich auch nicht ändern. Die ist also von 10 bis 22 und die von 18 bis 2. Haben wir auf jeden Fall ein bisschen mehr. Preis ist okay. Preis ist eher günstig, aber er war auch ein Hipster. Die Hipster finden die Preise zu günstig. Bei Hipstern kannst du auf jeden Fall... Ach guck mal, für 1500 können wir ein Klo öffnen. Ist ja auch schon mal viel wert. Kann ich keine Mülleimer finden? Was machen die eigentlich jetzt, wenn die zu zweit sind? Bestellen die bei ihr und sie macht den Kaffee oder was? Das ist schon mal nicht schlecht. Ich wünschte, wir hätten hier mehr Ausbildungsmöglichkeiten. Das wünschte ich auch. Das wünschte ich mir auch. Gibt's noch Müll? Nee. Abfall. Weiß gar nicht, wie sah das jetzt hier in unseren Lagerbeständen aus? Wo waren die nochmal? Und vergesse ich das dann immer? Mission? Bewertung, nee.
Dein Kontostand hat 0 erreicht. Du kannst zusätzliche Kreditaufnahme für $500, aber wenn du diesen Betrag erreichst, wirst du offiziell bankrott gehen. Nutze Gelegenheit, um deinen Cashflow zu verbessern. Vielleicht verkaufst du ein paar Sachen, reduzierst deine Personalkosten oder überprüfst, ob ein oder zusätzliche Kredite finanziert werden. Oha. Ja, das ist ärgerlich jetzt, wenn ich ganz ehrlich bin. Das ist halt auch alles nicht so gut. Unser Geld. Gestern. Kaffeeverkauf. Gekauft. Dekoration. Das ist, weil wir Dekoration gekauft haben. Aber wir brauchen das. Wir brauchen die Deko. Wir brauchen das so ein bisschen Coziness hier. Deine Vorräte sind eingetroffen. Geil, wo denn da? Wo waren denn jetzt nochmal die Lagerbestände? Ich verstehe das nicht. Kaffee? Vorräte, da. Was haben wir denn noch? Einheiten im Lager. Wasserfilter. Ist tatsächlich noch okay. Kann man tatsächlich noch einen bestellen. Jetzt, wo wir gerade dabei sind. Simple Tassen. Ne. Ich habe halt nicht genug Geld, um noch was zu bestellen. Auf. Abends kommt scheinbar keiner. Ah, doch, da jetzt. Sie geht ja halt um 2, ne? So ein bisschen ärgerlich. Weil dann sind wir zu, wenn sie jetzt geht. Ja, da hat der Kontostand halt wieder 0 erreicht. Überspringen wir nochmal. Die müssen halt mehr verkaufen, glaube ich. Damit das mehr Sinn macht. Ah, und hier wieder die Hipster, die finden die Preise ganz gut. Wahnsinn eingetroffen, sehr gut. Wir starten direkt mit Minus, wie sich das gehört. Ach hier, und Oppi, hier der Tom Hackles, der kommt immer wieder. Ich finde den Kaffee halt ein bisschen teuer. Weiß nicht, ob ich jetzt die Preise verändert habe. So, mal Vorräte kommen. Das Ding ist, wir haben halt nicht so viel. Achso, da sind 25 Stück drin. Ja, dann bestellen wir einen. Hm, wie sieht's aus mit dem Kaffee? Basic Milch haben wir noch 100. Basic Kaffee ist auf jeden Fall auch noch da. Das Ding ist ja auch, dass... wo war da nochmal unser... Hier war das, unser Menü. Wenn wir alles halt einen teurer machen, glaube ich, könnte das auch noch gut sein. Wir kriegen ein bisschen mehr. Ja. Kriegen ein bisschen mehr, aber die finden es ganz okay. So kriegen wir halt ein bisschen mehr Geld. Das ist halt auch noch ein Vorteil für uns. Es wäre halt noch cool, wenn wir 24/7 geöffnet hätten und noch ein paar Stühle mehr hätten. Ich glaube, die Leute bräuchten noch ein paar Stühle. Die sitzen auf jeden Fall ganz gerne hier. Wir müssen gleich auch noch den Müll wegräumen wahrscheinlich. Zum Mitnehmen, ja. Das, ganz genau, da war halt einer zum Mitnehmen. Keine Bewertung, da kommt wieder der Hipster. Die finden die Preise halt ganz okay. Das ist halt auch ganz gut für uns, wenn die ganz okay finden. Da ist Müll. Kunden im Café. Siehst du, wir haben auch 200 Ocken. Das ist, glaube ich, ganz gut. Zum Mitnehmen. Oh, haben wir denn überhaupt Sachen zum Mitnehmen? Haben wir noch Becher? Also wir haben noch 25 Stück auf Lager, das heißt, kriegen wir gleich 50 Stück. Ja, dann haben wir auf jeden Fall noch genug. Ups, der Preis vom... Hallo, nein, ich will den Müll wegräumen, sorry. So, dann brauchen wir noch eine Gitarre war das, ne? Sonstiges. Gibt's das hier? Oder wo? Speziell? Ach ja, aber speziell. Ein Gitarrenverstärker. Die Sunburst-Gitarre. Gitarre steht auf jeden Fall hier in der Ecke. So, ein Ziel erreicht. Die simplen Tassen sind gekommen. Viel Müll. Bewertung von 30, Mission Fortschritt. So, dann brauchen wir nur noch den Verstärker. Und dann brauchen wir noch wie heißt das?
sie ist halt auch einfach gespawnt, ne? Das Ding ist jetzt gleich 8, dann geht die eine, ne? Oder um 10 geht die eine. Und wir haben noch nicht so mega viel verkauft und dann kriegt sie wieder ihr Gehalt. Das ist schon besser. Weil ich weiß gerade gar nicht, wie viel Gehalt kriegt die denn. Die Rachel kriegt halt 72 am Tag. Und Susan kriegt nur 22 am Tag. Da kenne ich nix. Könnten wir halt auch noch trainieren, ne? Bei Kaffee. Weil das war ja auch noch ein Missionsfortschritt, ne? Sollte nicht schlecht sein. Wenn ich Susan halt auf Kaffee trimme. Die hat aber nur eine 8-Stunden-Schicht am Tag. Die hat halt eine 12-Stunden-Schicht am Tag, ne? Also Rachel ist schon die Beste, die wir haben. Die ist eher sensibel, ne? Ja, so ist das halt. Ja, dann kriegt die jetzt gerade Gehalt, auch die Rachel. Die andere kriegt halt auch gleich wieder Gehalt. Und jetzt abends ist nicht ganz so viel los. Barista, sie ist jetzt nur noch schlecht. Das kriegt sie immer noch 22 am Tag. Ja, sind wir auf jeden Fall finanztechnisch sind wir, glaube ich, ganz gut. Ganz gut unterwegs noch. Wurde ausgezeichnet. Das beste dekorierte Café in der Stadt. Da, schau her. So. Die sind jetzt gegangen. Wir überspringen die Nacht, bis Rachel wiederkommt. Müsste ja dann auch gerade hier wieder kommen, ja. Wir haben 120. Also ist noch okay. Ich weiß nicht, wie viel wir hier noch in Stock haben. Wir haben auf jeden Fall die haben wir noch. Milch haben wir auch noch. Wasserfilter haben wir noch 2. Und die Dreamy Bohnen haben wir auch noch. Also bei den Bohnen sind wir auch noch gut dabei. Sind allgemein gut dabei, denke ich mal. Wir müssen jetzt nur noch jemanden upgraden. Da könnten wir halt Rachel jetzt nochmal machen. Weil dann ist sie im Kaffee halt auch deutlich besser. Und dann haben wir es geschafft. Sie müsste halt noch ein Stück schneller werden, sehe ich gerade. Morgens sind die Leute richtig krass unterwegs. Wir bräuchten halt nochmal jemanden, der morgens vormittags arbeitet. Ah, die hat halt 4 Jahre Erfahrung, ne? Ist nicht schlecht beim Kaffee tatsächlich. Holen wir sie. Ach, das war ja tatsächlich Missionsziel, dass wir sie gekriegt haben. Herzlichen Glückwunsch, du hast Gorus Kaffee von einem verlassenen Ort zu einem belebten Ort in New York gemacht. Hier können die Leute sitzen, entspannen und Live-Musik hören. Genieße deinen Erfolg, denn eine weitere Herausforderung kommt auf dich zu. Und als besonderes Extra haben wir $2000 auf dein Bankkonto überwiesen, damit du das Café ganz nach deinen Wünschen einrichten kannst. Bis bald. Wir gehen erstmal zurück ins Menü. Weil dann kriegen wir das mit der Mission nächstes Mal vielleicht. Denn vielleicht wollt ihr noch eine zweite Folge sehen. Das könnte ja mal ganz witzig sein, denke ich mal. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Gerne auch einen Kommentar, wie es euch gefallen hat. Ich mache mir jetzt einen Kaffee und wir sehen uns ja in einem nächsten Video. Ne? Bis dahin, haut das mal rein. Ciao.